Ja. So. So. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuseher auf den Tribünen, die nicht mehr da sind, und an den Fernsehbildschirmen. Bevor es losgeht, möchte ich noch mal eine Sache hier loswerden. Sie verwenden immer das Wort demokratisch, um Parteien zu beschreiben, alle außer der AfD. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, Sie stellen sich damit eine Tradition, die hier in Berlin eben halt wirklich wichtig ist. Bis 1961 sind die S-Bahn hier in Friedrichstraße eingefahren und haben gesagt, willkommen im demokratischen Sektor. Sie stellen sich in die Tradition der Mauermörderinnenpartei mit dieser Aussage. So. Kommen wir zum Thema. Danke, Herr Özdemir. Ja, was für ein guter Antrag, ein wirklich guter Antrag. Ausdrücklichen Dank dafür an die Kollegen von der FDP. 2023 sollen die Special Olympics in Berlin stattfinden. Die Special Olympics sind die Olympischen Spiele der geistig Behinderten und der Mehrfachbehinderten. Das Timing für diesen Antrag ist einfach exzellent. In wenigen Tagen entscheidet sich die Vergabe dieser Weltspiele, und der Deutsche Bundestag sollte dafür die Bewerbung einmütig unterstützen. Die Bewerbung und mehr Support des Sports für Behinderte werden von der AfD-Fraktion uneingeschränkt unterstützt. Ich wage zu behaupten, dass dazu sogar Grundkonsens über alle Fraktionen in diesem Hohen Hause besteht. Falls die Vergabe an Berlin erfolgt, was wir hoffen, fordere ich die Kollegen auf, sofort nachzulegen. Stand heute ist der Antrag unverbindlich, denn er verpflichtet die Bundesregierung zu nichts. Formal würde das Land Berlin Ausrichter sein, aber Parlament und Bundesregierung müssen dann mit Verpflichtung ins Boot geholt werden. Und bei dieser Gelegenheit sollten wir das Gesetz überarbeiten, das verbietet, dass man Sportgroßveranstaltungen mit allerhöchstens 150.000 Euro aus öffentlichen Mitteln fördern darf. Das ist ein Anachronismus, der abgeschafft gehört. So, damit die Förderung aber nicht ausufert und nicht für die Selbstdarstellung von Politikern verschwendet wird, muss die Bewerbung und die Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen absolut transparent sein. Und die Bürger müssen von Beginn an aktiv eingebunden werden. Betroffene muss man zu Beteiligten machen. Die Bürger wollen über Sachentscheidungen endlich abstimmen. Liebe Politiker der Altparteien, direkte Demokratie, das ist der Weg. Ja? Die AfD-Fraktionen im Bundestag und inzwischen in allen Landtagen haben mit ihren sportpolitischen Thesen vom August 2018 den Weg vorgegeben. Wir fordern darin eine Verdopplung der Sportförderung vom Stand 2017 aus. Um die Benachteiligung des Sports der letzten 25 Jahre gegenüber der Kulturförderung sowie Arbeit und Soziales endlich wieder aufzuholen. Das gilt ausdrücklich auch für die Behindertensportler. Ich zitiere aus den Thesen: Behinderte Sportler müssen im gleichen Maße gefördert werden wie nicht behinderte Sportler. Wie sieht es aber wirklich aus? Erstes Beispiel. Der Sportausschuss des Deutschen Bundestages hatte eine auswärtige Sitzung in Kiel bei den Special Olympics Deutschland im Mai 2018 zugesagt. Es sollte ein schönes Zeichen an die behinderten Sportler werden. Alles war geplant und abgesprochen. Sogar ein Bus sollte angemietet werden. Ganz plötzlich wurde der Termin nach einer Obleuterunde abgesagt. Persönliche Belange wie die Teilnahme an Fraktionssitzungen waren offensichtlich wichtiger als behinderte Sportler. Ja, manchmal muss man Prioritäten setzen. So. Ja. Im September 2018 brachte die AfD-Fraktion 9 Änträge in die Haushaltsberatung des Sportausschusses ein. Ein Antrag hätte 4 Millionen Euro mehr für behinderte Sportler bedeutet. Ein anderer Antrag war explizit für behinderte Spitzensportler. Es ging um 400.000 Euro. 400.000 Euro verbrauchen 12 Bundestagsabgeordnete in einem Monat zusammen mit ihren Mitarbeitern. Und weil einzeln abstimmen ja so viel Arbeit macht, wurden alle Anträge im Block pauschal von den anderen Parteien abgelehnt. Es sind sogar Worte gefallen, die Anträge wären nicht wert gewesen, sie zu lesen. Liebe Zuschauer an den Fernsehern, auf der Tribüne, so sieht die Wirklichkeit aus. Nach außen wird das Bild vermittelt, dass man sich für die Bürger und für die Schwachen einsetzt. In Wahrheit sind die parteiinternen Belange wichtiger.
Liebe Kollegen von CDU und SPD, ändern Sie diese Einstellung, dann könnte es eventuell, vielleicht sogar und möglicherweise wieder mit dem Wähler klappen. Vielen Dank. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihrer Messertoten als Kanzlerin zurücktreten muss. Die nächste Rede von Kollegin Kanzler Kiss. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.